Leute, Crimex hier, was geht, euer Paul Berger, herzlich willkommen zurück zu GTA 5 RP, lasst natürlich immer ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze feiert, Leute. Und ich würde sagen, wir checken mal ab, was heute in der Stadt wieder so los ist. Und Leute, wer kommt denn hier einfach schon wieder in meine Einfahrt gefahren? Ich drehe hier durch, ey, hallo, wer bist du denn? Ja, schönen guten Tag, Paul George, mein Name vom Jugendamt. Paul George, was ist das für ein Name? Ja, okay, und jetzt? Und zwar, ich muss ein paar Beschwerden nachgehen, ja, und zwar steht hier... Missachtung des Wohlbefindens eines Kindes. Ja? Leute, was faselt der da? Hä, also... Sie haben einen kleinen Bruder namens Paul Berger und Sie haben das Sorgerecht, richtig? Ja, das stimmt. Paul Berger, ich passe auf meinen kleinen Bruder auf, ja? Und zwar bei mir gibt es wirklich sehr, sehr, sehr viele Beschwerden, dass das Kindeswohl hier in Gefährdung ist. Ja, wer hat sich darüber beschwert? Ja. Paul Berger geht's immer gut bei mir. Leute, ihr wisst das. Ja, Freunde, jetzt gut aufgepasst. Der limitierte Burger Pommes und Paul Berger Merch erscheint diesen Samstag um 10 Uhr. Zu jeder Bestellung gibt es eine Autogrammkarte, die Single und eine Paul Berger Limo. Und es gibt sogar ein goldenes Ticket, bei dem ihr euch mit uns treffen könnt und ein Video mit uns machen könnt. Also Leute, Samstag 10 Uhr, lukasbs.de. Let's go. Schauen Sie mal. Ja, Sie müssen gar nicht aufregen. Wenn es mir noch gut geht, lassen Sie mich schon mal hier kurz umgucken und dann bin ich wieder weg. Ja, ich muss den Sachen nachgehen. Ja, von mir aus. Also, das hier ist mein Haus. Das hier meine fette Einfahrt. So. Oh, wem gehört das Auto da? Das ist mein Auto. Haben Sie noch mehr oder ist es nur das? Aktuell habe ich nur noch den Lamborghini Urus. Oh, okay. Super Sportwagen. Hä, gibt das jetzt ist das jetzt was Schlechtes, dass Paul Berger im Lamborghini Urus zur Schule gefahren wird oder was? Ja, so sagen wir mal so. So ein Auto hat ziemlich viel PS, ne? Eine falsche Bewegung und es macht Bang. Ja, ich kann halt gut fahren, ist doch kein Problem. Ja, das sagen viele Autofahrer, ne? Aber wie sagt man so schön, die Kunst des Autofahrers liegt nicht bei den eigenen Künsten, sondern wie die anderen fahren und wie man darauf reagiert. Aber der wird auf jeden Fall jeden Tag von mir zur Schule. Hm. Was war das denn jetzt hier? Ach, oh, Leute, Heidiger. Paul Berger macht bestimmt gerade wieder irgendwas Dummes. Nein, Leute, wenn das rauskommt, dann Alter, ich hab den Pool, das Wasser gesprengt, Max, voll cool, Mann. Paul Berger, mach die Granate weg, mach die Granate weg. Max, ich hab's satt. Nein, Paul Berger. Oh mein Gott, Leute. Paul Berger spielt gerade mit den Granaten rum, das war's komplett. Paul Berger, geh sofort in dein Zimmer. Hör, was? Hast du meinen Zaubertrick nicht gefallen? Was ist das denn? Toll, was geht Alkohol, weiter? Leute, wer bist du denn? Hallo, das war hier eine. Hier wurde eine Party gefeiert. Das ist doch nicht von Paul Berger hier. Aber ich sehe es, er hat Zugriff zu Alkohol. Nein, er hat da keinen Zugriff dazu. Ja, er ist doch erst 8 Jahre. Ja, natürlich kommt er da dran, weil das auf einem Tisch steht. Dann zeigen Sie mir bitte das Kinderzimmer vor. Paul Berger, mach das Bier weg! Ich bin erwachsen, Alter, Leute. Ich bin erwachsen und guck mich an. Wollt ihr was Cooles sehen? Paul Berger, hör auf jetzt damit. Guck mal, du Loser. Oh, Leute, das war's komplett. Er hört nicht auf seinen Beziehungsbericht. Oh mein Gott, Paul Berger. Wer ist das, Alter? Ey, Paul Berger, bitte, das ist das Jugendamt. Geh jetzt mal hoch in dein Zimmer. Das Jugendamt? Ja. Ah, Zimmer, genau. Ja, kannst du mir mal dein Zimmer zeigen, Paul Berger? Ich kann Ihnen das Zimmer zeigen, ja. Ich hab gutes Benehmen. Erstmal sag mal Hallo, ne? Ja, das stimmt. Sehen Sie, mein kleiner Bruder kann es voll gut benehmen, ja? Ja, mit Granaten in der Hand und Bier, ne? Das läuft gerade überhaupt nicht gut. Ich hab Angst, dass das Jugendamt mir Paul Berger wegnehmen will hier. Ich weiß nicht, ob mein Zimmer aufgeklappt ist. Warte kurz hier. Ja, gehen wir mal rein hier, Leute. So, zack, in mein Haus. Ja, also Sie sehen, hier ist auch immer alles aufgeräumt. Alles ist sauber. Paul Berger geht's bestens hier bei uns, ja. So, und zwar genau. Ja, jetzt können wir einmal hier links gehen und hier ist auch schon das Zimmer von Paul Berger. Genau. Genau, ganz normales Zimmer. Warum hast du denn hier auch so dunkel, Paul Berger? Alles ziemlich dunkel, ziemlich viele Kanten. Ja, Sie wissen ja, wie das ist, ne? Der macht hier immer dunkel, will Fortnite zocken. Eigenes Badezimmer mit riesen Badewanne. Ja, ja, der hat sogar ein eigenes Badezimmer hier. Wo ist die Kindersicherung für die Badewanne? Ja, gut, der ist jetzt 8 Jahre alt. Ich glaube, da braucht man keine Kindersicherung mehr, oder? Okay. Oh, Riesenfernseher, wie viel? Paul Berger! Ja, ja. Warten Sie kurz! Dem geht's gut, Paul Berger. Der hat hier einen 70-Zoll-Fernseher bei sich im Zimmer. Wie viel Zeit verbringt er so am Fernseher? Was? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Nach der Schule ist der immer hier. Keine Ahnung. Nach der Schule immer hier? Keine. Ja, ja. Genau, weiß nicht, genau. So, ey, Paul Berger, hör auf, die Tür zuzuhalten. Ey, auf uns einzusperren. Jungs, ich mach nicht. Ey, hallo, was ist da? Hey! Paul Berger, auf uns einzusperren! Ich kann das erklären, wirklich, ich kann das erklären! Was ist da? Paul Berger, auf uns zu pranken! Alles gut! Wer ist die Frau hier? Ich kann das erklären! Das ist nicht das, wo das aussieht, wirklich! Hier ist ja eine Party bei mir im Schlafzimmer! Party! Ich kann das erklären! Crimex, wir machen das Ganze kurz, ja? Oh,
Ich hole den kleinen Bruder mal mit. Komm, wir holen runter. Hol den kleinen Bruder mit mir runter. Wir müssen reden. Dringend. Wir müssen sehr dringend miteinander reden. Herr Paulberger, kommen Sie mit. Leute, ich glaube, Paulberger wird uns jetzt gleich weggenommen. Ey, das ist ja überhaupt nicht gut. Ich bin jetzt mal gespannt, was der uns da unten erzählen wird. Ja, was ist denn jetzt hier so? Kurz und knapp, Paulberger wird ihm weggeholt. Aber es gibt eine zweite Chance. Wir verlieren Paulberger? Der muss weg, ja, ist nicht sicher hier. Sie kriegen ein Baby, worüber Sie sich kümmern müssen. Wenn Sie das gut anstellen, ja, dann kriegen Sie Paulberger wieder. Ey, hören Sie mir mal zu, mein kleiner Bruder, der wohnt hier schon 8 Jahre bei mir. Zieh ich den auf und der Junge ist auf jeden Fall nicht falsch geraten. Oder, Paulberger, so. Ich bin richtig geraten. Das ist ein ganz normaler 8-jähriger Junge. Ich rufe die Polizei an. So, gar kein Problem. Nein, der will nicht. Oder willst du freiwillig mitkommen? Warte mal. Ich will nicht mitkommen. Paulberger, auf den abzuwerfen, du machst es noch schlimmer. Max, lass ihn einfach kaputt machen. Ja, ich glaube, diesmal funktioniert das nicht. Der ruft die Polizei. Ja, und dann? Ja, ich glaube. Ja, schönen guten Tag, Jugendamt. Ich glaube, du kommst hier, ins Jugendheim, Paulberger. Nein, Max, ich will nicht gehen. Ja, aber was sollen wir machen? Bei dir ist noch eine Party, ich will dabei sein. Herr Erziehungsberechtigter, hallo, eine Frage, eine Sache. Eine letzte Sache. Was kann ich machen? Ich will Paulberger nicht verlieren. Sie kriegen ein Baby, wenn Sie es innerhalb von 24 Stunden darauf gut aufpassen können, ja, und beweisen können, dass Sie doch ein guter Sorgeberechtigter sind, dann kriegen Sie Paulberger wieder. Vorher nicht. Oh, okay. Wie? Und wo kriege ich dieses Baby? Es wird Ihnen gleich gebracht. Oh mein Gott. Okay. Paulberger, ich werde dich rausholen. Oh mein Gott, was? Leute, wir haben unseren kleinen Bruder Paulberger verloren und wir müssen uns jetzt erst beweisen, indem wir 24 Stunden auf irgendein Baby aufpassen. Der meinte, das wird uns gleich vorbeigebracht. Ich bin mal gespannt jetzt hier, Leute. Oh, Leute, da vorne kommt der Typ wieder angefahren und sogar Polizei hier. Oha, das ist ja, also der Typ hat wohl wirklich hier die Polizei im Rücken. So, ja, was ist denn jetzt hier, okay? So, erstmal gebe ich Ihnen das Baby, ja? Auf das Baby soll ich aufpassen? Ganz genau, so, das können Sie sich natürlich mal hier holen. Okay, oh Gott, Leute. So. Wir haben jetzt hier gerade mal das Baby hier in der Hand in so einem Autositz. Und was haben Sie da noch für mich im Kofferraum? Wir müssen natürlich auch hier noch, haben wir eine schöne Kinderwagen am Start, ja. Wow, was? Ich krieg hier mit Kinderwagen mit allem? Natürlich, ist ein Baby, worum sich kümmern müssen, ja. Außerdem will ich Ihnen auch ganz kurz sagen, das Kinderzimmer ist nicht kindergerecht. Ja, das muss nochmal einmöbliert werden. Okay, also können wir einmal ganz kurz die Punkte durchklären, was ich machen muss, um Paulberger wiederzuholen. Also ich muss auf das Baby gut aufpassen. Ich muss das Kinderzimmer machen. Richtig. Ich muss ein anderes Auto haben, das haben Sie ja auch noch bemängelt. Bemängelt, ja. Aha. Und der Zugang, also das Haus muss kindersicher sein, ja. Sie müssen sich um alle Bedürfnisse des Kindes kümmern. Kinderzimmer einrichten und das Fahrzeug muss kindergerecht werden. Alles gut, das werde ich schon hinkriegen. Ich will nur warnen, ja, wir haben Sensoren und wirklich Messgeräte dabei, wie sich das Kind fühlt. Wenn Sie das nicht wirklich drum kümmern, dann werden wir wiederkommen und das Kind wird auch weggeholt. Okay, alles klar. Ey, Leute, habt ihr das gehört? Ich muss jetzt hier 24 Stunden auf dieses Baby aufpassen. Und irgendwie sind da Sensoren und sowas. Und wenn irgendwas passiert, wenn ich einen Unfall baue, wenn ich irgendwas Lautes mache, wenn irgendwas explodiert, keine Ahnung was, Leute, dann werden diese Sensoren anschlagen und wir kriegen Paulberger nicht mehr, Leute. Oh Gott, okay. Warte mal, ich werde jetzt hier erstmal das Baby ins Auto reinmachen. Zack. Okay, Baby ist schon mal im Auto drin. Freunde, wir müssen uns heute beweisen, dass wir hier wirklich ein guter Vater sein können. Okay, dann nehme ich den Kinderwagen natürlich auch einmal mit. Guckt euch das hier mal an. Wir sind hier einfach mit einem Kinderwagen unterwegs. Hä? Oh oh, wer ist... Nein! Turan, Turan, stopp! Bist du beleidigt? Turan, bevor du irgendwas machst... Stopp! Turan, wenn du mich als besten Freund magst, dann schieß bitte jetzt nicht. Warte mal. Warte, ich werd's dir zeigen. Guck mal hier, was ich hier hab, Turan. Ich hab hier ein Baby. Das ist am Weinen. Ja, ich weiß, aber was soll ich denn machen mit dem weinenden Baby? Leg hin! Einfach hinlegen? Okay, ja, und jetzt? Alter, Turan kann ja voll gut mit kleinen Babys. Du bist maglos und stark. Das heult ja gar nicht mehr. Ey, Turan, seit wann kannst du denn so gut mit Babys umgehen? Ich bin doch Vater. Stimmt. So. Leute. Rein damit jetzt hier. Du, Turan, ich muss mich heute 24 Stunden um dieses Baby kümmern, ansonsten wird Paulberger weggenommen. Oh, aber Paulberger wird Ärger gemacht, ne? Ja, das Jugendamt war wieder hier. So, machen wir das Baby wieder allein. So, Luis. Psst. Ja, okay, und jetzt packe ich noch das schnell... Das läuft jetzt. Zack, jetzt mache ich hier noch schön den Kinderwagen in das Auto rein. So, zack.
Okay, und ist eingeladen. So. Hast du Milch dabei? Hast du Wechsel? Hast du Windeln dabei? Hast du Handtuch dabei, wenn ihr Bäuerchen machen musst? Nein, habe ich alles nicht dabei, Tuan. Einkaufen! Ja, okay, ich geh mir jetzt Sachen kaufen. Ich werde ein guter Vater sein, du wirst schon sehen. Oh. Naja, tschüss, Tuan, bis später. Los, wenn du was brauchst, Luft an. Okay, Leute, so, sehr gut. Wir haben jetzt das Baby an Bord, es schläft gerade, das ist schon mal gut, Leute. Tuan hat es irgendwie beruhigt. Aber, Freunde, ihr habt gehört, was dieser Typ vom Jugendamt zu uns gesagt hat. Wir brauchen ein anderes Auto, wir müssen ein Kinderzimmer einrichten und wir müssen absolut gut auf dieses Baby aufpassen. Das heißt, keine Unfälle, nicht irgendeinen Müll machen, Leute. Ich würde sagen, wir fahren jetzt als allererstes mal zum Autohändler und werden uns da erstmal... Oh mein Gott, das war gefährlich. Ein ganz gefährlicher Drift hier gerade. Wir werden uns jetzt erstmal so ein Familienauto holen, Leute. Irgendwas, was, sag ich mal, vielleicht ein bisschen sicherer ist als der Lamborghini Urus, Leute. Ab zum Autohändler. Okay, Leute, wir sind jetzt hier beim Autohändler angekommen. Ich hoffe, dass der hier was für uns hat, Freunde. Normalerweise kennt der uns ja nur, dass wir hier immer so krasse Luxussportautos kaufen. So, jetzt aber erstmal, oh Leute, wenn man so ein Baby hat, da muss man ja wirklich an alles denken. Ich meine, guckt euch das hier mal an. Okay, so erstmal schön den Kinderwagen rausholen. Ey, Leute, so, wir sind richtiger Rentner hier geworden. Dann, zack, Tür aufmachen. Jetzt erstmal das Baby rausholen. Okay, so, Baby haben wir auch dabei. Eigentlich den Kinderwagen brauchen wir nicht. Wir können das Ding ja auch so in dem Autositz hier mit rumnehmen. Ey, yo, moin, was geht? Ja, guten Tag, Crymix. Ah, Leute, der kennt uns ja schon. Ja, ich brauche ein neues Auto. Ja, ich habe aber gerade nicht so sportliche Fahrzeuge am Start, muss ich ehrlich zugeben. Das ist ja perfekt. Wir brauchen ja auch nichts Sportliches. Ich glaube, für Sie vielleicht ein GLE habe ich hier. Aha, okay. Also ich sag mal so, Sie sehen ja schon, ich bin jetzt hier ja mit Baby an Bord, ne? Ich brauche da... Mein Kind? Ja, genau. Es ist eine lange Geschichte. Ich brauche auf jeden Fall ein Auto, was sicher ist, nicht zu viel PS hat, was nicht zu viel rumschwankt. Ja, Jaguar. Von Hamann sogar, mit trotzdem Tuning. Aha, okay. Hat ein bisschen PS unter der Haube. Ja, ich glaube, Tuning ist nichts für mich. Tuning ist nicht so gut. Ja. Es soll eher sicher sein. Ne? Dann habe ich hier so eine... So ein Toyota-Bus. Ein Toyota Minivan. Das ist eigentlich ein perfektes Familienauto. Gute Familienkutsche kriegen wir unseren Kinderwagen auf jeden Fall rein. Ja, aber hast du nicht irgendwas, wo man trotzdem irgendwie noch ein bisschen cooler ist? So? Ich wollte jetzt hier nicht komplett uncool sein. Bentley. Oh, aber Leute, rosa ist jetzt irgendwie nicht die coolste Farbe. Wir können ja sie umfolieren, ne? Ja. Ach, wissen aber Sie was? Alles gut. Ist es ein Mädchen oder ein Junge? Wenn es ein Mädchen ist, dann passt ja. Na, ist ein Junge. Ach so. Ja. Dann na gut, aber dann wissen Sie was? Ich werde den Bentley nehmen. So, zack, ja, machen wir mal das Baby hier rein. Gucken so. Sie mal, wie perfekt es reinpasst. Ja, also es ist wirklich ein schönes Familienauto, das stimmt ich schon. Ich zieh's dann von Ihrer Kreditkarte ja, nochmal genau, ab, ne? Wie immer. Alles okay, klar, tschüss. Viel Spaß. Gut, ja, Leute, tschüss. Wir fahren das Ding jetzt mal raus hier. Ey, Leute, guckt euch das an. Wir sehen ja komplett Schmalspur hier aus mit unserem rosa Bentley, aber wir sind halt jetzt richtiger Familienvater geworden. So, unseren den Lambo werden wir einfach später abholen. Erstmal schön hier, zack, Kofferraum wieder zumachen. Dann nehmen wir jetzt hier noch einmal den Kinderwagen, packen den hier rein. So, und rein damit, Leute. Oh, okay. So, das Baby bis jetzt heult noch nicht. Bis jetzt ist alles gut. So, gut, dann fahren wir mal los. Ganz sicher, schön ruhig halten. Also bis jetzt, ich sag ehrlich, ich glaube, wir sind ein guter Vater. Wir müssen uns eigentlich nur noch heute so über den Tag ein bisschen halten. Wir können ja als nächstes jetzt noch zum Möbelgeschäft fahren, weil wir müssen natürlich noch ein paar Babysachen holen für das Zimmer, damit wir auch dem Typ vom Jugendamt hier zeigen, dass natürlich auch Kinder bei uns ein richtiges Kinderzimmer bekommen. Ja, aber warte mal, Leute, wisst ihr, was mir gerade auffällt? Da hinten ist doch so ein lilanes Auto, was mir die ganze Zeit hinterherfährt. Warte mal, lila... Oh, ich habe einen kleinen Unfall gebaut. Schläft das Baby noch? Ey, was wollt ihr hier? Yeah, man! Hey, gibt's ein Problem oder was? Huh? Ja, wir haben gesehen, du hast Nachwuchs bekommen, ne? Ja und? Ey, lass mein Baby in Ruhe! Ich meine... Ey, lass die Tür zu! Au! Hey, was ist das hier im Auto? Guck mal, liebes Baby hier, hey, ne? gib das Baby wieder her! Mach ich ganz dachte, entspannt, der hat Bro. Ich nur diesen anderen Knirps da, aber nein, der hat ein Baby. Hä, was wollt ihr jetzt von mir? Lass das Baby in Ruhe. Der hat den Urus hinten sitzen lassen, ne? Ey, was soll das? Was soll das? Gib das Kind wieder her. Also, wir können es dir zurückgeben, aber ich glaube, dafür musst du uns ein bisschen Entschädigung zahlen. Wir müssen hier extra anhalten, um auf dieses Baby aufzupassen. Ne? Alter, was soll das? Was quatschst du da? Was willst du von mir? Gib das Kind wieder her. Oder warte mal, willst du wirklich, dass ich dem Baby was mache? Ey, Alter.
lass das Kind in Ruhe. Das Baby ist flugsicher hier? Hey, hey, der will das Baby da runterwerfen. Oh ja, gute Idee. Stopp, stopp, stopp. Jungs. Ey, mach kein dummes Zeug. Mach kein dummes Zeug jetzt hier. Wo ist denn? So, bist du bereit? Nein. Okay, was wollt ihr von mir? Ich will die Schlüssel vom Urus haben. Schlüssel von meinem Urus? Ja, ist okay. Du kriegst die Schlüssel vom Urus. Aber lass das Baby da. Wo ist mein Kollege, Mann? Ich bin nicht so gierig, Mann. Der will auch was. Ich will auch was, ja, Mann. Was kannst du bieten, hä? Ich hab ein bisschen Geld für euch. Oh, wie viel denn, hä? Warte mal, ich hol mir ganz kurz die Schlüssel. Vielleicht so um 2 Millionen Bar dabei? Nein, warum sollte ich denn 2 Millionen Bargeld dabei haben? Wer hat das denn? Du besorgst das Geld und kommst dann zu uns. Haben wir verstanden? Ja, ja. Oh mein Gott, was? Au! Ey, Leute, die haben mich einfach da runtergeworfen. Warte mal, die fahren mit dem Baby weg. Ey, Leute, ich muss da schnell wieder hoch. Nein, Leute, die sind schon weg. Ey, und wisst ihr, was das Problem daran ist? Die wollen 2 Millionen von mir. Die haben dieses Baby. Und Leute, das sind die Ballers. Die ballern doch den ganzen Tag rum und machen dummes Zeug. Wenn da die Sensoren angehen, dann kriegen wir Paul Berger nie wieder zurück. Oh, Leute, wir müssen uns ganz schnell ranhalten. Wir müssen dieses Baby da ganz schnell rausholen. Zum Glück weiß ich, wo die Ballers wohnen, und zwar in der Crow Street. Ey, Leute, ich werde da jetzt direkt hinfetzen. Let's go. Keine Zeit verlieren. Okay, Leute, wir sind jetzt hier in der Crow Street angekommen. Guck mal, da vorne sehe ich doch schon das Auto. Das ist doch hier mit dieser lilanen Range Rover, den wir gerade eben gesehen haben. Und da ist das andere lila Auto. Ey, warte mal. Leute, ich glaube, die sind da in dem Haus drin. Oh, wir müssen uns jetzt hier aber bedeckt behalten, weil hier ist Ganggebiet. Hier sind ganz, ganz viele von denen. Lass sie mal ganz ruhig halten. Warte mal, ich packe jetzt erstmal das Auto hier. Okay, und jetzt ist auch noch das Ding, Leute. Wir müssen uns ja auch noch überlegen, wie wir die ausschalten. Weil das Ding ist, wenn wir jetzt irgendwie hier richtig reinstürmen und rumballern, dann werden die Sensoren angehen. Oh, warte mal, guck mal. Da kommt gerade einer raus, Leute. Da ist einer draußen. Ey, das ist eigentlich jetzt unsere Chance, da schon mal den ersten auszuschalten. Okay. So, wir gucken mal. Was macht der da? Ich glaube, der raucht da gerade, Freunde. Ja, ich glaube, ich werde ihm mal beibringen, dass Rauchen ungesund ist. Okay, ihr wisst doch, was ich meine. Gut, wir nehmen jetzt hier mal schnell eine Waffe in die Hand. Und so, zack. So, und zack, weg mit dem. Geh schlafen, Junge. Perfekt. Wisst ihr was? Ich trage den mal hier zur Seite. Nicht, dass das noch auffällt. Ey, wir haben echt Glück. Das hat hier gerade keiner gesehen in dem Ganggebiet. Okay, Leute, wir müssen ihn jetzt hier mal ganz schnell zur Seite packen, damit das nicht auffällt. Hier können wir den schnell reinlegen. So, runter mit dir, Junge. Okay, sehr gut. Aber die waren ja zu zweit gewesen. Das heißt, der andere ist wahrscheinlich noch bei dem Baby da drin, Leute. Okay, aber wie können wir das jetzt am besten machen? Das heißt, wenn ich da reingehe, ich darf jetzt da nicht zu laut sein. Und wenn ich da in dem Raum drin rumschieße, wird das wahrscheinlich auch zu laut werden. Das heißt, Freunde, wir müssen den wahrscheinlich ganz leise ausschalten. Okay, wir sneaken uns da mal rein, Freunde. Okay, jetzt ganz ruhig. Oh, du kleine Knirps, du. Da ist er. Leute. Oh, du wirst ein Baller sein. Nicht, dass der ein Baller wird. So, Idiot, ausgeschalten. Oh mein Gott, Baby. Baby, geht's dir gut? Okay, Leute, schnell raus mit dem hier. Ich hoffe, die haben dem nichts angetan, Leute. Ich glaube, das Baby schläft doch. Bis jetzt doch alles gut. Okay, das ging jetzt gerade noch mal so gut, Freunde. Okay, gut. Wir haben ein ruhiges Auto. Dem Baby geht soweit auch noch gut. Jetzt müssen wir natürlich noch den weiteren Punkt erfüllen, dass wir jetzt hier gute... Oh, warte mal, da ist jemand. Ich hoffe, der stellt jetzt keine komischen Fragen. Hey, was machst du hier? So, erstmal schön das du bist hier im falschen Gebiet, Baby hier reinmachen. Was sagst du? Ich bin hier im falschen Gebiet, hä? Du bist im falschen Gebiet. Was suchst du hier? Junge, quatsch mich jetzt hier nicht voll, ey. Ich habe heute schon genug von euch Ballern gehabt. Und okay, wir fahren jetzt hier mal besser weg, bevor hier komische Fragen gestellt werden. Gut. Also die Leute müssen jetzt nur noch zum Möbelgeschäft fahren und ein paar Möbel besorgen und dann einfach nur noch entspannt den Tag zu Hause zu Ende bringen. Das kann ja wohl jetzt hier nicht so schwer sein, keinen Unfall mehr zu bauen. So, warte mal, ich muss jetzt hier gerade erstmal ganz kurz gucken, ob es dem Baby gut geht. Okay, Leute, ich glaube, dem Baby scheint es gut zu gehen, ja? Oder du bist doch mein kleiner, du bist ein kleiner Süßer hier. Sehr gut. Okay, Freunde, dem Baby geht's gut. Es schläft zwar nicht mehr, aber alles ist gut. Hallo! Wer will denn jetzt hier was von mir? Ja, hallo? Hallo, Speedy. Polizei, ja, was hallo. Was machen Sie mit dem kleinen Kind da? Das ist mein Kind, auf das passe ich gerade auf. Mitten auf der Straße oder was? Tragen Sie das rum und lassen das Ding hier rumliegen. Ich hab doch nur geguckt, ob es dem gut geht. Hier an den Bürgersteig bitte mitkommen. Leute, was will der denn jetzt? Ich hab doch nur geguckt, ob es dem Baby gut geht. So, das Baby, das Kind einmal hier, den ganzen Ding einmal hier ablegen. Einmal ablegen, ja, okay. So, und jetzt? Sind Sie der Babysitter oder was? Ja, ich bin hier der Aufpasser. Ich muss auf 24 Gott, Stunden auf das Baby aufpassen. Bitte einmal die Kontaktdaten zu den Erziehungsberechtigten, dass ich einmal anrufen kann. Ja, das ist hier vom Jugendamt. Das ist so ein Testbaby.
Also wirklich. Ja, das ist so ein Testbaby. Rufen Sie das Jugendamt an, ja, da können Sie dann im PD abholen. Das hey! Komm mal her, mein Kleiner. Ne, hier, hallo, ey, lass das Baby jetzt in Ruhe. Ich muss nach Hause. Ich muss meinen kleinen Bruder da rausholen. Ja, dein kleinen... Warte mal, hast du den empfiehlt, um deinen kleinen Bruder auszutauschen? Hey, nein, ich hab doch gesagt vom Jugendamt. Leute, jetzt nimmt er das auch wieder mit, aber ich kann doch jetzt hier nicht den Polizisten einfach abknallen. Das kommt erstmal 48 Stunden zu mir ins BD. 48 Stunden? Leute, ich brauch das Kind doch. Ich muss doch 24 Stunden auf das aufpassen. Ey, warte mal, wisst ihr was? Ich fahr dem jetzt mal hinterher. Ich muss das Baby da jetzt irgendwie rausholen, aber ich darf dem Polizisten jetzt nichts antun, weil dann werden ja die Sensoren auch angehen. Oh, Leute, wie mache ich das denn jetzt am besten? Und wie kann ich den am besten da rausholen? Lasst uns mal was überlegen. Wir brauchen jetzt eine richtig gute Idee. Denkt ihr, wenn ich den Platten schieße? Das ist, glaube ich, zu gefährlich. Am Ende baut er noch einen Unfall oder so. Ich glaube, uns bleibt nichts anderes übrig, als das Baby aus dem PD rauszuholen. Warte mal, Leute. Der hält doch jetzt aber hier gerade an der Tankstelle. Oh, ich fahre mal lieber ein bisschen weg. Nicht, dass es auffällt, dass wir dem hinterhergefahren sind. Wenn der jetzt hier gerade sein Auto tankt, dann ist das jetzt hier vielleicht die optimale Möglichkeit, um das Baby da rauszuholen. Oh, der tankt gerade. Wenn der aber gleich da reingeht, um zu bezahlen, dann werde ich einfach das Baby rausholen. Okay. Schnell. Wobei, wisst ihr was, Leute? Jetzt können wir den ja auch ausschalten. Ich glaube, der ist weit genug von dem Baby. So, und... Bam! Weg mit dir. Ey, ganz ehrlich, ich war ehrlich zu dem gewesen, aber ich lasse mir jetzt hier nicht mein Baby wegnehmen. So, wo ist das Ding hier? Wo ist das denn? Wir brauchen auch mal einen Namen für den. Wie sollen wir den nennen? Ich bin für Paul Berger Junior. So. Ey, Baby, geht's dir gut oder was? Okay, Leute, dem scheint's hier noch gut zu gehen. Sehr gut. Einmal rausnehmen. Ey, was das Kind heute schon alles miterlebt hat. Okay, so. Gut, Freunde, wir müssen jetzt nur noch nach Hause. Ich habe zum Glück schon Möbel bestellt, so ein paar Kindermöbel. Da müssen wir einfach nur noch das Kinderzimmer dekorieren. Und dann sollten wir hoffentlich unseren kleinen Paulberger-Bruder wiederbekommen, Leute. Let's go, ab nach Hause. Okay, Freunde, wir haben es jetzt gleich geschafft. Ich darf jetzt einfach nur keinen Unfall mehr bauen. Komm, rennen, 1 gegen 1. Du bist ein Crimex. Hey, ich will kein Rennen mit dir fahren. Wie, hast du Angst oder was? Ich lass mich jetzt hier nicht vollquatschen. Hallo? Bist du ein kleines Baby? Oh ey. Ich hab ein Baby. Ich hab ein Baby dabei. Das ist nicht verantwortungsgemäß. Das ist gefährlich. Du redest gerade von dir selber oder was, du Baby? Alter, Leute, ey, der Typ provoziert mich. Ich werde jetzt kein Rennen mit dir fahren. Schmalspur. Ey, der hat Glück, dass ich gerade ein Baby dabei hab. So, komm, jetzt zieh Leine. Ich fahr jetzt kein Rennen mit dir. Sag mal hallo, ich mach eine Insta-Story von dir. Leute, ja, dann sag halt, dass ich Angst hab. Hey, warte mal, Leute. Ich glaube, das könnte die Lieferung sein. Oh, perfekt. Ich glaube, das könnten die Babymöbel sein oder die Kindermöbel. Amir, Amir, was machst du hier? Was geht? Was machst du denn hier, Amir? Der Möbellieferant kommt gar nicht durch. Ey, Amir dreht ja auch völlig durch, Leute. Ich hab doch hier ein Baby. Ich kann doch nicht hier Rampensprünge machen. Du hast dein Bentley gefahren, Digga. Guck mal hier. Amir, heute nicht. Komm, lass uns mal ein Bentley. Ich kann heute keine Stunts machen, Bro. Ey, warum? Heute wirklich nicht. Warum? Ich zeig dir, warum. Wir haben doch das Session doch schon durch. Ey, Leute, ich glaube, meine Kollegen, die checken alle nicht, was abgeht. Was, ey, komm. Ja, guck doch mal, was ich hier hab. Ich hab hier ein Baby. Oh. Guck mal hier. Oh, herzlichen Glückwunsch, Max. Du bist gar nicht so Vater geworden bist. Ich bin kein Vater geworden. Gott, ich muss warte nur mal. Hey Leute, herzlich willkommen. Max ist Vater geworden. Sag Amir, dir alles Gute. Amir, beruhig dich jetzt mal. Ich bin kein Vater geworden. Ich muss nur auf den aufpassen, weil Paulberger sonst weggenommen wird. Ja, ist eine lange Geschichte. Auf jeden Fall, ich darf heute nichts Gefährliches machen. Bitte spreng jetzt auch hier nichts in die Luft, weil sonst kriege ich Paulberger nicht wieder. Okay? Ja. So, ich erwarte willst du das mal halten hier? Okay. So, sag so, ich muss hier kurz mit dem Möbellieferant quatschen und mache nichts Gefährliches mit dem Baby. So. Okay, warte mal, hier Möbellieferung, wir Kindermöbel müssen wir bestellen. Moin, was geht? Yo. Die Möbel ist da einmal super, hier. Super, perfekt, vielen Dank, ja. Okay, dann lad du mal am besten alles raus, dann bis gleich. Super, danke. Okay, so. Was macht der denn da? Hallo, dem wird doch übel, Amir, hör auf, dem wird schlecht. Ach so, ich dachte, dem wird schwindelig, dann schläft er ein. Nein, der übergibt sich noch. Oh, toll, jetzt hast du ihn zum Heulen gebracht. Ey. Amir, gib mir das Kind wieder her. So. Ich bin weg, ich bin kein Babysitter. Jo, ciao, Amir. Amir kann ja gar nicht mit Babys umgehen. So. Okay, gut, Leute. Aber jetzt ist das Problem, wir müssen jetzt noch kurz die Möbel aufbauen. Aber in der Zeit kann ich ja nicht auf das Baby aufpassen. Wisst ihr was, ich rufe jetzt mal ganz kurz noch eine Babysitterin an, damit sie mit dem Kind wirklich an nichts schadet. Guten Tag, ist hier die Babysitterin? Ja, hallo. Ja, ich bräuchte ja immer eine Babysitterin jetzt, bitte. Die wird alle vermittelt. Okay, tschüss, bis gleich. Okay, gut, Leute, wir haben eine Babysitterin bestellt. Das heißt, wir können uns jetzt mal um die Möbel kümmern, die hier geliefert wurden.
Boah, Leute, guck mal, was wir hier haben. Hier Babybetten, Wickeltisch, alles Mögliche. Ich glaube, der andere fängt auch schon an, das Ganze aufzubauen. Oh, warte mal, guck mal, ich glaube, da kommt eine Babysitterin. Hallo? Ja, hallo? Sind Sie die Babysitterin? Mhm, mein Name ist Lucia. Okay, Lucia, dann komm mal mit hier. Das hier ist der kleine Paul Berger Junior. Mhm. Auf den müssen Sie aufpassen kurz, ja? So, so beim Auto habe ich auch noch einen Kinderwagen und so, ja? Kein Problem. Okay, gut, Leute, die passt kurz auf das Baby auf. Wir gucken jetzt kurz, dass das Zimmer steht, weil wir haben nicht mehr viel Zeit. Gleich kommt der Typ vom Jugendamt wieder und ich hoffe, dann passt soweit alles, dass wir Paul Berger wiederkriegen. So, wir gehen da schon mal hoch, Leute. Oh, ja, das sieht hier schon mal sehr, sehr gut aus alles. Ja, ja, ich habe jetzt mal was hier aufgebaut. So ein Baby. Hier von der, okay, perfekt, super. Ja, vielen Dank. Hier ist noch ein bisschen Trinkgeld. Dankeschön. Oh, Dankeschön. Auf Wiedersehen. Super. Oh mein Gott, okay. Optimal, Freunde. Also ich glaube, wir sind gut vorbereitet. Ey, Leute, da vorne ist die Babysitterin. Ey, hallo, Lucia. Ja, bitte. Ich muss jetzt das Baby sofort wieder nehmen und es darf niemand erfahren, dass sie hier waren, okay? Rechnung kommt. Okay, alles klar. Tschüss. Okay, perfekt, Freunde. Ich glaube, es hat soweit alles gut geklappt mit dem Baby. Ich glaube, wir haben alles geschafft. Ich glaube, jetzt müsste auch gleich der Typ da von dem Jugendamt wiederkommen. Wir können ja schon mal das Baby hier wieder in den Kinderwagen reinlegen. So, jetzt schnappen wir uns hier den Kinderwagen. Und wenn der Typ gleich kommt, dann machen wir einfach so, als würden wir mit dem Baby gerade spazieren gehen, Leute. Ja, das ist eine richtig gute Taktik. So, lalalala. Wir sind ein guter Babysitter. Oh, Leute, guck mal, da kommt der schon wieder. Ja. So, ja, guten Warum Tag. Warum steht hier eine Rampe? Ja, lange Geschichte. Alles gut. Hat nichts mit dem Baby zu tun. So, dann lassen Sie mich mal ganz kurz alle Sachen durchchecken. Ja, checken Sie mal alles hier. Mit dem Baby geht's gut. Gab nur einmal für 10 Sekunden ein bisschen Alarmbereitschaft, aber das ist normal. Aha, okay. Ja, demnach dem Baby ging es wohl nicht schlecht. Ja, er war sogar am Anfang, als Sie ihn geholt haben, sehr, sehr glücklich. Was haben Sie mit ihm gemacht? Leute, am Anfang, da war Touren, da hat mit dem gespielt. Also, wie Sie sehen, ich habe mir ein neues Auto geholt, so ein Bentley da hinten. Ja, Bentley Bentayga. Schön viel Platz, dass auch ein Kinderwagen reinpasst und so, ne? Ja, genau. Ja, hier habe ich jetzt nämlich auch Kindermöbel besorgt, wie Sie sehen, ja. Okay, und die wollten sie noch ins Zimmer reintun, ne? Genau, genau. Ich habe jetzt bis jetzt nur noch nicht das Zimmer freigemacht. Also Sie sehen hier, das ist ein richtiges Kinderbett. Hier kann man das Baby auch reinlegen. Sehr gut. Ja, genau. Dem Baby fehlt es also an nichts. Also kriege ich jetzt Paul Berger wieder? Wissen Sie was? Ja. Kommen Sie mal mit vor die Tür, ja? Weil das Baby hole ich natürlich jetzt mit hier. Ja, ja, das ist gut. Das sollten wir hier nicht so zurücklassen. Dann kommen Sie mal mit. Wir gehen mal wieder vor die Tür. Boah, Leute, let's go. Ich glaube, das hört sich echt gut an. Paul Berger! Jo, Max, was geht ab? Alter. Hast du es geschafft? Ja, ich glaube, ich habe es geschafft. Also darf Paul Berger wieder hier bleiben? Hä? Ja, darf er. Ey, Sie haben das Baby einfach auf den Boden geworfen. Ach so, können Sie behalten. Mann, das ist gut. Mein Job ist getan. Hey, warte mal, Leute. Das sehe ich ja jetzt erst. Das ist ja gar kein richtiges Baby. Das ist ja nur so ein Teddybär. Leute, das ist ja einfach nur eine Figur. Das ist nur so eine Figur. Leute, das war nur ein Roboterbaby. Ja, na gut, hier, kannst du haben, Paul Berger. Hier, Paul Berger, du kannst jetzt damit spielen. Oh, okay, Freunde, aber ich würde sagen, Ende gut, alles gut, Paul Berger darf hier bleiben. Wir haben 24 Stunden auf ein Baby aufgepasst. Lasst ein Like und ein Abo da. Und bis dahin, haut rein, Leute, euer Crymax.